Unter dem Dachgiebel dieses Hauses im Norden Bielefelds hat der Figurenbauer und Puppenspieler Norman Schneider sein Atelier. Hier entstehen die Puppets, mit denen der Figurenschneider zu den führenden Künstlern seiner Branche wurde. Wir fragten ihn nach seinen bekanntesten Werken. Das war der Herr Grün, der für Max Rabe im Musikvideo mitgemacht hat. Das war letztes Jahr war es Madame Coco, die für ProSieben und Sixt eine Werbekampagne gefahren hat. Das waren die Atze Schröder-Bären, die er für seine Bühnenshow benutzt hat. Arabellas Wunderwelt, das war eine Kindersendung auf Super RTL. Für den Joko haben wir den Walk Act gebaut, der dann später auch bei der Premiere in München präsentiert worden ist. Also auch die macht halt auch nochmal speziell Werbung für diesen Film. Im Kern kann man sich das so vorstellen, dass es ein Schaumstoffkern ist. Kann das auch mal gerade zeigen, der dann innen drinnen mit verschiedenen Hölzern ausgestattet wird, wo dann nochmal eine spezielle Technik extra für den Kopf angefertigt werden muss und dann in mühevoller Kleinarbeit Stück für Stück reingesetzt werden muss, sodass es dann funktional ist und auch über längere Zeit funktional ist. Das heißt, der kann halt auf Kabelzug die Augen bewegen, das geht halt so ganz gut. Oder auch die Ohren, dass er halt nochmal eine Bewegung in den Ohren hat. Also mittlerweile ist es auch immer mehr und mehr, dass ganz viel Technik auch in den Figuren verwendet wird, um einfach eine höhere Lebendigkeit den Figuren zu geben. Bei der Bauchtänzerin, die hat halt deshalb keinen Mund. Ich finde, da gibt es so viele andere Dinge, die da ins Auge stechen, dass man auf den Mund irgendwie glatt verzichten kann. Norman Schneider behält seine Kenntnisse und Fertigkeiten nicht für sich. Mehrmals im Jahr finden seine Puppenbauseminare im idyllischen Hof Lebherz im südniedersächsischen Warmsen statt. Das Gästehaus von 1722 hat sich als freie Bildungsstätte für Figurentheater etabliert. Dort entstehen nun regelmäßig Klappmaulfiguren. Manche Figuren werden dann auch für Figurentheater benutzt oder auch gerade für spezielle Dinge. Es gibt aber auch einfach Leute, die oft Spaß an der Freude hier dabei sind und eine Figur oder eine Klappmaulfigur lernen möchten zu bauen. Also eine Figur beinhaltet so ungefähr 80 bis 90 verschiedene Einzelteile, die alle bearbeitet werden müssen, geschliffen werden müssen, beschnitten werden müssen, beklebt werden müssen. Und das ist schon eine Menge. Und das sich selber beizubringen, ist, glaube ich, etwas schwierig. Dafür gibt es diesen Workshop. Also die Vorkenntnisse sind sehr wichtig und die Vorkenntnisse müssen sein, das Nähen. Also Nähen mit der Hand als auch mit der Maschine. Das ist einfach zwangsnotwendig, weil ich denke mal, eine Klappmaulfigur beinhaltet um die 80% Nähen, 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 Nähen. Also das soll ein Monster sein. Die Inspiration habe ich aus einem Kinderbuch. Und Norman hat einfach noch weiter geholfen, das auszuarbeiten. Also das ist meine vierte Figur. Zuvor habe ich eine Frau gemacht, ein wildes Eichhörnchen. Eine Oma ist noch im Bau. Hauptsächlich baue ich die Puppen für mich. Also das ist mein Hobby. Also wenn sie fertig ist, soll es eine Waldelfe werden. Und sie wird noch geschminkt, noch koloriert und dann kommt noch ein langer Rock dran. Und ich hoffe, dass er dann wirklich gut aussieht, wenn sie fertig ist. Ich finde es absolut super, dass man sowas selber basteln kann. Oder basteln ist das falsche Wort, herstellen kann. Einmal kann sie die Augen bewegen,
etwa so, mit einer Technik, die im Kopf ist. Und dann hat sie noch diesen Handschuh, in den man mit der eigenen Hand reinkam, wo man dann natürlich noch verschiedene Sachen machen kann, wie solche Sachen. Als Profi ist es natürlich schon etwas anders, als wie ich jetzt meine Figuren baue. Aber man muss dann natürlich sehen, ich baue 70 Figuren, ungefähr um die 70 Figuren im Jahr. Und hier baut der Meister seine allererste Klappmaulfigur. Und dass diese vielleicht nicht so perfekt sein kann oder so ausgeklügelt wie ich, der einfach so viel gebaut hat, ist eigentlich ganz normal. Aber witzig ist eigentlich, diese unterschiedlichen Produkte oder unterschiedlichen Puppen letztendlich zu sehen, weil jeder fängt eigentlich kommt fast mit denselben Grundmaterialien hier an, geht aber immer mit einer ganz verschiedenen Formen von Figuren oder Charakteren nach Hause. Wer sich für eine Teilnahme an den Seminaren interessiert, findet alle Infos auf den eingeblendeten Webseiten. Im Blog von Norman Schneider findet man außerdem dessen Webserie Space Pirates, in der auch die Puppenspielerqualitäten des Künstlers zum Tragen kommen.